eine sehr schnelle, unterhaltsame Komödie, aber nicht nur komisch. Also es ist so im Grunde genommen alles, was man so an Emotionen hat in seinem Körper und in seinem Wesen, das wird man da auch wiederfinden und es wird einen tatsächlich sehr berühren. Also ich habe den Film mir angeschaut im Originalton, bevor ich ins Synchronstudio gegangen bin und ich habe gelacht und ich habe gestaunt und ich habe geweint. Also es war so irgendwie alles dabei und ich glaube, das ist eben dieses Erlebnis, was man hat, dass man sich zum einen entführen lassen kann und mal so abschalten kann und in dieser schönen Welt ist. Ja, und gleichzeitig aber auch Themen hat, die uns irgendwie auch betreffen. Also anders sein, ist das schlimm, anders zu sein? Darf man anders sein? Sich akzeptieren gegenseitig, zusammen Dinge zu machen, um sozusagen auch etwas erreichen zu können. Also das wird man da alles finden in dem Film. Naja, die den ersten Teil gesehen haben, kennen ja jetzt alle Charaktere. Von Krug, den ich spreche, bis zur Oma, die auch sehr lustig ist, die ganzen Familienmitglieder. Und es geht in dem Sinne weiter. Ne? Also die erleben wieder einige Abenteuer, die müssen aus ihrer Höhle raus, müssen sich eine neue Unterkunft suchen. Und auf dieser Reise und auf dieser Suche dahin erleben sie einige Geschichten, die sehr dramatisch, emotional, berührend sind und sehr abenteuerlich auch und spannend. Und es ist keine Minute langweilig. Ja, also sie ist auf jeden Fall ein bisschen erwachsener geworden, will noch mehr, und das war ja schon im ersten Teil auch so, auf eigenen Beinen stehen, ihr Leben selber gestalten, will ihre Freiheiten haben, genießen, aber auch ist halt genauso neugierig wie im ersten Teil auch. Sie möchte auf der einen Seite natürlich für ihre Familie auch das neues, perfektes Zuhause finden, gleichzeitig aber auch für sich selber. Also sie will sich abnabeln und ist halt nicht mehr der kleine Teenager oder die kleine Teenagerin, sondern wird jetzt tatsächlich zu einer erwachsenen Frau und verliebt sich zum ersten Mal, muss viele Entscheidungen treffen. Bleibt sie bei der Familie oder geht sie mit dem Mann ihrer Träume, mit Guy, vielleicht ihren eigenen Weg? Also das sind so Sachen, die auf sie zukommen. Tja, das frage ich mich auch. Er hat sich nicht groß verändert. Aber im Laufe des zweiten Teiles gegen Ende findet schon eine Veränderung statt. Er, auch aufgrund vor allen Dingen auch seiner Frau und seiner Kinder, also seiner Familie, merkt er, dass also so ein bisschen Toleranz zum Beispiel nicht schaden und offen sein, auch für neue Dinge, dass man da nicht Angst unbedingt davor haben muss und so weiter. Dass man Mitgefühl für andere Menschen haben kann, dass es auch nicht schadet. Ne? Das lernt er dann doch alles. Ob das bis zum dritten Teil, wenn der stattfinden sollte, anhält, das bleibt abzuwarten. Also gerade alles, was mit Technologie passiert, weil ich einfach es überhaupt nicht verstehe, wie das alles funktioniert und geht und so, aber auch alles, was jetzt so vielleicht auf uns zukommt, wenn es um so Themen geht wie Kommunikation, wie man Wege effizienter nutzt und kürzer wird mit genau solchen Sachen. Also alles, was, wenn es um Technologie geht, finde ich wahnsinnig faszinierend. Finde ich unglaublich. Also manchmal auch so unheimlich auf eine Art, aber tatsächlich auch sehr faszinierend. Na, ich bin ja noch mit Tonbandgerät aufgewachsen, also mit richtig Band, wenn man sich vorstellt, heutzutage habe ich irgendwie alle Musik, die ich hören will, auf dem Handy. Diese Entwicklung in der kurzen Zeit finde ich schon geil. Ich liebe so technische Gadgets, ne, die man nicht braucht, aber trotzdem geil sind. Ich habe, was weiß ich, tausende von Songs da im Handy drin. Das war vor ein paar Jahren unvorstellbar. Das finde ich schon geil. Ne? Braucht kein Mensch, aber ich finde es geil. Oh, sehr impulsiv. Also ich kenne das von mir auch. Ich habe jetzt nichts, glaube ich, nicht viel zumindest zerstört. Aber ich war viel draußen unterwegs. Also ich habe so sehr viel Energie gehabt als Teenagerin und bin in so einem Plattenbau in Erfurt groß geworden. Also auch in einer ziemlich rauen, toughen Gegend. Und da war immer viel los drumherum und hatte viele Jungsfreunde. Also ich war so ein Jungsmädchen und habe mit denen
alles gemacht, was Jungs halt so machen. Wir waren breaken und sprühen und sind irgendwie von Erfurt aus mal nach Jena gefahren oder sogar mal nach Berlin im Zug mit 13, 14. Also es waren aufregende Zeiten, muss ich sagen. Wir haben viel erlebt. Ich war erleichtert, weil, ich meine, Kinder bleiben sie immer, das ist ganz klar. Aber so verschiedene Dinge wie, also mit drei Kindern im Haushalt ist halt immer viel los, immer viel Trubel. Und der war dann beigelegt. Ne? Es wird dann halt schlagartig ruhiger. Und das ist eigentlich ganz schön. Also ich fand das eigentlich so im Tagesgeschäft der Familie eigentlich sehr erholsam. Ne? Ja, also sie hat ja sehr emotionale Momente. Ein Satz, den ich ganz schön finde, den sie sagt, ist, also sie ist ja dadurch, dass sie auch so eine, also wild ist und rau und viel klettert und springt und schreit und eben so impulsiv ist, wie wir schon festgestellt haben, hat sie auch super viele Narben überall am Körper, ne? Von da der Säbelzahntiger da, mit dem sich gekämpft und so. Sie hat ja auch super viel Mut, schreckt von nichts zurück. Finde ich den Satz toll, den sie sagt. Sie sagt nämlich, da wird zum ersten Mal, hat sie das Gefühl, ihr Herz wird gebrochen, so emotional. Und dann sagt sie, das ist unglaublich, weil jetzt hat sie das Gefühl, das ist wie eine Narbe, aber die Narbe sieht sie nicht. Sie kann diese Narbe nicht sehen, sie fühlt diese Narbe. Und was ist der Sinn dann überhaupt einer solchen Narbe, wenn man die nicht sehen kann? Und das finde ich total schön, finde ich einen ganz schönen Satz.